Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch endlich mal das nächste Diamond Art Club Bild. Ich habe hier noch jetzt aktuell drei liegen, die ich noch unboxen möchte. Heute stelle ich euch das Rainy Day Mädel vor. Ich freue mich so, so sehr auf sie. Sie ist so zuckersüß. Ich mache das Video für YouTube tatsächlich heute auch mal im Hochformat, denn gerade für dieses große Bild ist das viel besser und dann muss ich auch nicht doppelt drehen, weil das kommt auf TikTok und auf YouTube gleichermaßen hoch. So, wir packen das Ganze mal zusammen aus, ihr Lieben. Wie gesagt, bei so großen Bildern ist das immer jetzt hier gar nicht so easy. Deswegen habe ich das jetzt mal auf die Couch gelegt. Oh, schön, dass ich jetzt hier kein Messer parat habe. Oh, da kriegen wir hin. So. Ihr seht es ja schon so ein bisschen. Sie ist so, so süß. Und ich habe es wirklich schon länger liegen hier und selber, wie ihr seht, noch überhaupt nicht reingeguckt. Das machen wir aber jetzt. So. Tadadadam, tadam. Ich liebe Diamond Art Club Bilder. Wirklich. Es ist. Oh, die sind einfach mega. So, wir haben einmal das Toolkit. Da guckt. Sorry, ich musste kurz mal aufstoßen. Ich habe gerade Cola getrunken. Da gucken wir gleich zusammen rein. Ach, du willst auch gucken? Ja? Na komm, willst du auch gucken? Der Mokli sagt auch mal Hallo und guckt, was da drin ist. Die Mami packt mal ein Bild aus, ne? Ja, die Mami packt das aus. Oh, du brauchst keine Angst haben. Alles okay, mein Schatz. Oh. Oh. Scheint irgendwie hier. Oh. Es ist rausgefallen, aber wir machen das eh mal zusammen. Wir gucken uns das eh mal hier an. Ja, wir gucken mal, was hier drin ist, gell, mein Schatz? Oh, ey, Kinders, ich hab immer ein Glück. Ich hab immer dieses Teil drin. So viele Leute sehe ich, die haben so süße Covermeiner drin. Ja, ich nicht. Gut, egal, das finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig. Wir haben hier wieder ein Washi-Tape, das übliche. Wir haben Tütchen. Wir haben die Diamond Art Club Pinzette. Wir haben Wachs. Wir haben einen pink Stifteschutz, einen pinkfarbenen Stift. Und wir haben hier ein Schiffchen und die beiden oder zwei Aufsätze. Nichts Weltbewegendes. Aber das ist ja auch nebensächlich, denn das ist halt toll. Hier haben wir den Sticker von dem süßen Rainy Day Girl. Hannah Lynn ist übrigens einer meiner Lieblingskünstlerinnen. Und wir haben hier ein Bild mit eckigen Steinchen in 65x88. Also wirklich schon ordentlich groß. Und jetzt schauen wir mal rein. Ich will das Video eigentlich nicht so lang werden lassen, weil ich das ja auch auf TikTok poste. Ich will nicht immer doppelt und dreifach drehen, wenn ich jetzt eh Hochformat mache. So, deswegen gucken wir mal. Oh Gott, ich bin so verliebt. Jetzt habe ich meine Hantel umgeschmissen. Oh mein Gott, diese Farben! Ich habe mich so, so in dieses Bild verliebt, weil können wir bitte über diese geilen, mega geilen Farben reden? Ich sehe schon, wir haben hier Gelb AB. Der Traum. Oh, ich würde sofort am liebsten anfangen mit diesem Bild. Mega, mega, mega schön. Grün sehe ich hier auch AB. Grün. Oh. Rosa AB. Gelb AB. Das sind jetzt die drei, die ich auf den ersten Blick sehe. Einfach nur geil. Hier haben wir natürlich die Sticker. Auch immer richtig toll bei Diamond Art Club. Und das wunderschöne, wunderschöne Bild. Ich springe mal in die Kamera oder ins Bild, damit ihr ein bisschen was seht. Oh, ist das nicht schön? Sag doch mal, ich bin so verliebt. Es ist wirklich, wirklich krass groß, ja. Es ist echt groß. Es kommt, wenn man das so filmt, kommt das überhaupt nicht so rüber wie in der Realität. Ich meine, wir haben ja wie gesagt eine Maße von 65 mal 88. Ja, das ist schon ordentlich.
Ist das nicht süß? Guck doch mal, das Schäfchen oder hier die süßen Küken. Das ist so niedlich. Die Gans mit den Küken hier und das Mädel. Ich liebe Hannah-Lynn-Bilder. Die Hannah-Lynn hat ja dieses Mädel, also diesen Stil von diesem Mädchen. Ich mag das total dolle. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde es traumhaft schön. Und ja, ein wirklich schönes Bild, was so in den Frühling passt, finde ich. Ich werde mal gucken, wenn ich das painte. Das wird auch wirklich lange dauern. Es ist echt relativ groß, ne? So, meine Lieben, da sind wir auch am Ende. Das war mein Diamond Art Club Bild bei Hannah-Lynn. Top-Künstlerin, schaut euch mal die Bilder von ihr an. Super, super toll. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich habe jetzt noch 3 Duckbilder, die ich euch nach und nach vorstelle. Bye, bye!